Unsere Weltkarte ist falsch. Die Größe und Darstellung einzelner Länder und Kontinente stimmt einfach nicht. Glaubst du mir nicht? Auf dieser Website kann man sich anzeigen lassen, wie groß Länder wirklich sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Russland nehme und auf Nordafrika ziehe, können wir sehen, da läuft irgendwas schief. Auch Grönland ist viel kleiner als gedacht. Genauso die USA und auch Deutschland. Aber warum ist das so? Schuld ist die zweidimensionale Darstellung eines dreidimensionalen Raumes. Damit unser runder Planet auf eine flache, rechteckige Karte passt, müssen Größenverhältnisse zwangsläufig irgendwie verzerrt werden. Und die bekannteste 2D-Darstellung, nach der eine Menge unserer Karten funktionieren, ist die Mercator-Projektion aus dem 16. Jahrhundert. Und ein Kontinent hat besonders unter dieser Darstellung gelitten: Afrika. Afrika ist viel größer, als wir annehmen, weil die Darstellung auf allen Karten einfach nicht akkurat ist. Wenn du das spannend fandest und jeden Tag etwas Neues lernen möchtest, dann folg mir jetzt.